Die deutsche Kanuflotte hat bei der Rennsport-WM in Portugal einen Start nach Maß erwischt, zwei olympische Bootklassen wurden am ersten Finaltag ausgefahren, in beiden kam der Sieger aus Deutschland. Max Hoff und Markus Kruus holten im Kajak-Zweier ebenso Gold wie die Titelverteidiger Peter Kretschmer und Joel Oelze im Kanadier über 1000 Meter. Sebastian Brendel musste sich im Kanadier einer über 500 Meter dagegen wie schon 2014 mit Silber hinter dem Brasilianer Isaac Vias-Queiroz begnügen. Der dreimalige Olympiasieger hat in Montemors noch zwei weitere Goldchancen, sowohl auf der olympischen Distanz über 1000 Meter am Samstag als auch im Marathon über 5000 Meter am Sonntag geht Brendel als Titelverteidiger an den Start. Liebscher schnappt sich Silber. Tom Liebscher holte im Einer über 500 Meter ebenfalls Silberpunkt. Der Dresdner musste auf die halbe Distanz ausweichen, weil er über die olympischen 1000 Meter als amtierender Weltmeister das interne Duell gegen Max Randschmidt verloren hatte.